So, hallo, herzlich willkommen, liebe Peppermint-Anime-Fans. Der Benny. Hi. Und der Basti. Wir machen heute ein Video, wie angedroht gestern in unserem Peppermint-Gaming-Stream. Und endlich schaffen wir es euch hoffentlich auch, dieses Video zu präsentieren. Wir checken kurz, wir haben Aufzeichnen gedrückt. Yes. Ein essentieller Fehler, den wir gerne machen. Und ja, was wir so machen, wir wollen ja auch so ein bisschen freaky, nerdy Shit bei uns machen. Basti hat nämlich sich ein Abo, privat wohlgemerkt, bevor wieder das Geschrei losgeht, steckt mehr Geld in die Synchro. Also hier, Privat-Abo bei Loot Crate in den Staaten gemacht. Und wir haben auch tatsächlich eigentlich schon 2 Loot Crates bekommen gehabt und haben auch 2 Videos gemacht und haben es beide Male verkackt. Und weil wir so viel zu tun haben, haben wir diese Videos nicht nochmal gemacht. Deswegen machen wir heute jetzt ein Loot Crate-Video für die Oktober-Box. Und wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr sagt, das ist cool, das ist witzig, wir wollen auch wissen, was in diesen Boxen drin ist, das sind nämlich die aus September und aus August, die Boxen, dann liefern wir die Videos noch nach, machen wir nächste Woche vielleicht eins, übernächste Woche eins, also schauen, dass wir das jetzt im November noch durchbekommen, denn dann Mitte, Ende November kommt ja auch die November-Box. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, bevor wir anfangen, Benni, erklär kurz, was ist eine Loot Crate? Das ist eine Kiste, die kriegt man zugeschickt. Ja. Die schwarze, da steht Loot Crate. Nein. Also, man. Sie hat hier so, ja, hier Hashtag Loot Crate, okay. Ja, und so ein QR-Code. Ja, also man kriegt diese Kiste und man weiß eigentlich nicht, was drin ist. Es ist quasi wie eine Art Abo. Man zahlt da einen monatlichen Betrag für, der sehr gering ist, muss man auch dazu sagen. Ich für das, was drin ist. Ja. Also es gibt Leute, für die sind ja 5 Euro schon zu viel. Ich muss jetzt gerade ehrlich gestehen, ich weiß auswendig nicht, was es kostet. Ich glaube, es sind unter 20. Oder? Ja, es waren auf jeden Fall unter 20 ich glaub, Euro. 18 oder 19 Euro kostet ja, die Box. Und man kriegt dann, es ist quasi eine Wundertüte. Genau. In einer Kistenform. Eine Wundertüte, eine Wunderkiste. Genau. Man kriegt dann all möglichen nerdy Kram dazu und jeden Monat ist das Ganze gethemed nach irgendwas. Genau. Wir können teasern, also hier die 2 Themes, die wir im Prinzip hier stehen haben, die wir auch schon mal ausgepackt hatten und die Videos verkackt haben. Das war zum einen Villains 2, also es war die 2. Villains-Kiste, da gab es vorher schon mal eine. Und die andere war eine Summon-Kiste. So, was da drin ist, verraten wir jetzt natürlich eben nicht, denn wenn es euch interessiert, machen wir da auch nochmal Videos dazu. Es war auf jeden Fall, also gerade in der Summon-Kiste war ultra geiler Shit drin. Das war echt cool. Das war echt cool. Ja, und jetzt, wie gesagt, das ist Loot Crate Oktober und so richtig wissen, was für ein Thema es ist, tue ich überhaupt nicht, weil ich gar nicht da war und es völlig verpeilt habe. Ich habe zwar eine E-Mail bekommen, wo drin stand, was das Thema ist, wahrscheinlich wir sogar 3 das E-Mails. Thema erraten. Genau, wir erraten das Thema. Das Thema steht auch, glaube ich, drin. Auf jeden Fall, wenn man die Kiste hier aufmacht, dann steht schon mal, dokumentiere, teile und hab Spaß. Ja, was wir tun, wir dokumentieren es. Danach teilen wir. Es sieht aus, als wäre Unterwäsche drin. Hurra! Oh mein Gott, ich sehe was total Geiles. Ist das eine. Nein, ich sag's noch nicht, was es ist. Ja, oh es mein ist Gott. Das, was ich gedacht habe. Oh mein Gott, ich glaube, diese Box hat nur ein Thema. Nein, wir raten das Thema am Ende. Ich weiß es zwar jetzt schon. Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen. Ach, es ist ja jetzt schon einfach. Eben. Zu einem Jubiläum. Ich würde sagen, der Benny darf mal hier dieses erste Item nehmen und darf kurz vorstellen, was es denn ist. Doctor Who Sonic Spork. Ist jetzt ein bisschen lame, weil weder Benny noch ich Doctor Who so richtig ich aktiv gucken. Fancy. Oh, ein Zauberstab. Nein, noch viel besser. Löffel. Ein Doctor Who Löffel. Nachdem ich Doctor Who noch nie gesehen habe, ist die große Frage, wahrscheinlich irgendjemand, der das kennt, wird sich jetzt denken, so, oh, mega. Ich weiß leider nicht, was das wollte ich schon mal haben. Also mit einer Telefonzelle hätte ich ja jetzt mehr anfangen können. Ja. Allerdings ist das witzig, weil das ist da vorne noch so gegabelt. Man kann es als Löffel und als Gabel. Ist deswegen ist es ja auch ein Spork. Ja, also. Nicht zu verwechseln mit Spock. Also eine Mischung aus Spoon und Fork. Ja. Das Ganze ist noch Sonic. Das ist dann so. In der Zombie-Apokalypse kannst du damit die Augen raus. Denn erst kannst du den Vampir erstechen, du pfählst ihn und dann kannst du die Augen rauslöffeln. Genau. In der Vampir-Apokalypse, also nicht in der Zombie-Apokalypse. Ich halte Vampire das mal schön in die Kamera. So. Tada. Genau. Der Doctor Who Sonic Spork. Sonic Spork. Item Nummer 1 aus dem Loot Crate. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du wirst nicht wissen, was hier in der Kiste drin ist. Ja, das Tolle ist, dass dadurch, dass du das immer rausgibst,
Es ist eigentlich so cool, das ist so cool, das muss ich dem Benni geben, weil das findet der Benni bestimmt ultra geil, was da drin ist. Dann nehme ich jetzt mal das hier, hier ist ein T-Shirt drin. Und das T-Shirt, oh mein Gott, wie geil. Ja, du musst sehen, ja, ihr könnt es wahrscheinlich nicht erkennen. Es ist ein Bill und Ted Reise durch die Zeit T-Shirt. Bill und Ted's Excellent Adventure. Wie sagen sie im Deutschen immer Excellente? Party Time, Excellent. Nee. Das war Wayne's World. Aber Bill und Ted's Excellent Adventure. Cool. Vielleicht die Profis unter euch haben jetzt schon erkannt, was das Thema ist. Bei Bill und Ted's verrückter Reise durch die Zeit. Und Dr. Who's Telefonzelle, gut, die ist ja nicht drin, aber mit der kann man auch reisen. Verdammte Axt. Geiles T-Shirt. Sehr cool. Bill und Ted, Benny. Bill und Ted aus unserer Kindheit. Also echt uralt, das ist früher 90er Jahre, glaube ich. Früher 90er Jahre. Hoshi hat er immer noch gesagt, oder? Yo, Hoshi. Und ich fand ja Ding immer total geil. Ich weiß nicht mehr, welche Episode das war, aber da, wo sie dann mit dem Tod dann irgendwie noch gespielt haben. Oh, ich kann nicht. Es gibt zwei Filme davon. Ja, es gibt zwei. Die waren beide trashig, aber. Ultra trashig. Aber ich meine, das war Hot Shots auch und es war episch. Genau. Und die nackte Kanone in gewisser Weise auch. Ja, oder Masters of the Universe. Ja. Ja, wobei Masters of the Universe war ja eher ernst gemeint. Ich meine, das war ja wenigstens als Komödie angelegt. Echt? Masters of the Universe war nicht als Komödie angelegt, glaube ich. Fand ich schon. Aber gut, das ist natürlich wahr. Egal, auf jeden Fall. Für alle Jüngeren unter euch, Hausaufgabe, schaut euch mal zumindest den ersten Bill und Ted an. Ja. Findet ihr vielleicht aus heutiger Sicht ein bisschen seltsam? Das ist vielleicht so, wie wenn man Prinz von Bel Air schaut, ja, wo wir uns früher bepisst haben. Und wenn man es sich heute anschaut, denkt man sich, das ist schon ein seltsamer Humor. Ja, oder so wie die alten Turtles-Filme. Ja, stimmt. Ja, die waren damals, als sie im Fernsehen kamen, hatten sie immer gedacht, boah, die sind so cool und so witzig, wenn man es heute sieht. Aber irgendwie kultig. Und Bill und Ted definitiv auch Bill kultig. Bill und Ted, absolut. Ich muss ehrlich gestehen, ich besitze keine DVD und keine Blu-ray. Sollte ich jetzt gleich nachholen. Damit ist diese Lootbox weiter kauffördernd. Ja, eben. Jetzt musst du gleich Bill und Ted kaufen. Ja, aber es ist so cool, ich muss es dem Benny geben. Der Benny darf das nächste Item auspacken. Gott! Das ist schon cool, oder? 1:5 Scale-Replika des Zurück in die Zukunft Hoverboards aus Teil 2. Ist das hier eine Originalkarte? COO Loot Crate. Aha, ein Zertifikat für das Hoverboard. Vom Chef der Loot Crates direkt selber persönlich eingepackt. Es ist schon super, super fancy verpackt. Oh mein Gott. Na. Oh Gott, ich krieg's. Benni macht's kaputt. Nein, ich krieg's. Ich will es haben. Ich will es fliegen. Tada. Oh. Vielleicht dreh's mal so, ja. Geh mal vor nochmal. Ich wollte gerade sagen, ich entledige mich mal des Verpackungsmaterials. Schmeiß mal hierher. So. Die Kiste ist schon wunderschön. Ja. Auch wenn sie ein wenig pink ist, aber ein 1:5. Ja, aber das Board ist ja auch so. Replika des Back to the Future Part 2 Hoverboards. Toll. Ist es nicht toll? Wenn es jetzt noch fliegen könnte, wäre es noch viel toller. Ja, wenn es funktionieren würde und größer wäre. Volker würde wird so ausrasten, wenn dieser ganze Nerd-Shit irgendwann jetzt anfängt, sich auf meinem Schreibtisch zu stapeln. Oh, guck mal, hier ein kleines Figürchen, da ein kleines, eine Tasse hier. Wart's ab, wenn wir mit den Gundams richtig anfangen. Oh yeah. Benny, was ist dein Lieblings-Back to the Future? Der zweite tatsächlich, glaube ich. Ja, meiner auch. Weil... Ich meine, ich habe die schon echt lange nicht mehr gesehen, aber der zweite ist mir einfach von Kindheitstagen noch in Erinnerung geblieben, weil, sorry, wie jeder wollte damals dieses Hoverboard haben, weil das schon echt cool ist. Und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, man forscht ja fleißig daran, ein Hoverboard zu bauen. Ja, es gibt ja schon so Konzeptvideos im Netz, ja, wo es halt natürlich nur auf bestimmten Untergrundmaterialien funktioniert. Aber könnt ihr bei YouTube gleich mal ein bisschen gucken. Hoverboard, da gibt es sogar hier Video mit Tony Hawk und so weiter. Und ganz wichtig natürlich, Back to the Future 2. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Thema dieser Kiste so gewählt wurde. Denn der Tag, zu dem unser guter Marty McFly reist, der war nämlich kürzlich. Genau. Im Oktober diesen Jahres. Und ja,
leider sieht die Zukunft nicht ganz so aus wie im Film. Ja, aber im Film war sie doch so ein bisschen dystopisch. Man kann ja eigentlich froh sein, dass sie nicht so ausschaut. Ja, aber die Dystopie ist mir wurscht. Es gab so viele coole Sachen in der Zukunft. Es gab das Hoverboard. Es gab das Board und es gab Jaws 34 oder so mit Hologrammhai, der vom Kinodach runterbeißt. Stimmt. Ja, also das war schon sehr, sehr cool. Und ich meine, die Klamotten, die sie in der Zukunft anhatten, also die würde ich auch total gerne heute tragen. Dieses bunte, gepimpte 80er-Jahre-Zeug. Ja. Fantastisch. Allerdings muss ich sagen, also Back to the Future 1 ist auch ein Klassiker. Der ist nicht so witzig super, wie der Zweier, ja. Aber trotzdem saugut. Mit dem Dreier, das im Wilden Westen und der fliegenden Lokomotive, das war mir fast schon ein bisschen zu over the top. Aber der Zweier definitiv geil. So, jetzt darf ich was Großes noch auspacken. Yay. Und zwar einen Pop. Ja, Doc Brown. Total niedlich. Der gute, schaut ihn euch mal hier an. Ist er nicht toll? Dr. Emmett Brown. Loot Crate Exclusive. Marty McFly gibt's auch. Es gibt ja auch, soweit ich das weiß, in den Loot Crates ist ja ein bisschen Random Stuff drin. Also nicht in jeder Lootbox ist das Gleiche drin. Mhm. Wahrscheinlich gibt es Lootboxen, wo Marty McFly drin ist. Mhm. Ach toll. Das ist echt cool. Das ist echt cool, ja. Wirklich cool. Und also das Thema, glaube ich, kann man lüften. Es ist nicht ganz Zeitreise, denn es ist auch immer noch so ein Heftchen dabei, wo dann alles erklärt ist, was hier drin ist für Noobs, die halt überhaupt keine Ahnung haben. Zum Glück dieses Mal, Doctor Who können wir jetzt noch nicht so viel mit anfangen, aber die anderen Sachen kennen wir alle. Zu dem Heftchen kommen wir gleich, es ist immer noch ein Button mit drin, ja, jeden Monat gibt es einen Button, verdammt, das ist auch zu weit, ich laufe schon in meinem Alter. Ja, also der Button sieht diesmal, so aus, ja, immer zum Thema des Monats. Und ganz wichtig, weil der Basti jetzt die dritte Box bekommen hat, ohne zu stornieren, ich habe eine Membership-Card bekommen, zeige ich euch jetzt nicht, weil meine Membership-Nummer müsst ihr nicht sehen. Wichtig ist, dass da Looter draufsteht. So, und jetzt das Entscheidende, muss auch noch die Kiste zeigen. Ja, das darf der Benni nochmal zeigen, weil die Kisten selber sind nämlich auch immer schon sehr, sehr cool. Ein Erlebnis quasi. Fast so wie im Disneyland. Oh, was steht da? Ja? Da steht auch was drüber, über dem Bild. Party on, Dudes. Das ist eine Anspielung an Bill und Ted, genau. Weil und das nicht ist eine Verbindung übrigens auch zu Dr. gerade zu genau, Dr. wollte ich gerade sagen. Weil die reisen nämlich mit auch mit so einer Telefonzelle durch die Weltgeschichte. So. Tja, und die Kiste selber ist eben immer schon so ein kleines Meisterwerk, was man sich eigentlich an die Wand hängen kann oder woraus man sich noch tolle andere Sachen bauen kann. Ihr seht da, ja, ein bisschen im Bild versteckt, da schaut der DeLorean rein. Dann da drüben steht ich würde sagen, das ist wahrscheinlich die Unterseite von der Dr. Who-Telefonzelle. Und in der Mitte hier Bill und Ted mit den ganzen Persönlichkeiten aus der Geschichte, die sie sich da so abgegriffen haben. Für ihr Geschichtsreferat war es nämlich. Genau, sie mussten ein Geschichtsreferat machen. Ja. Und dann haben sie mit Napoleon Risiko gespielt. Das sollten wir auch mal machen. Eine episch gute Szene. Ja. Moment. Und das Loot Crate Magazine, schauen wir mal kurz rein. Also natürlich, Thema, wie gesagt, ist jetzt Zeit. Und hier wird dann eben nochmal erklärt, was so ein bisschen in den letzten drin war. Und hier sind zum Beispiel auch Fotos von den Loot Crates, die hier stehen. Die zeigen wir euch jetzt natürlich nicht. Aber es geht jetzt los hier, wenn man zum Beispiel cosplayen möchte. Ja, ist ja auch ein großes Thema. Gibt es eine Anleitung dafür, wie man Bill und Ted cosplayt? Ganz wichtig, man braucht also lockige blonde Haare oder eine Perücke. Oder du brauchst so ein Teppichhaar oder eine Perücke. Weste, schwarze Schuhe, weiße Sneakers, Jeans. Also eigentlich alles sehr late 80s, early 90s. Krass, da stehen wirklich alle Items drin, die man braucht, wenn man Bill und Ted cosplayen will. Cool. Sehr, sehr geile Sache. Ist auch was Besonderes, weil wenn man damit heute rum ist, erkennt keine Sau mehr. Die halten euch alle einfach nur für Hipster. Das Ganze gibt es auch für Marty McFly. Ja, Costume Checklist, Jeans, Jean Jacket, Orange Puffy West. Sehr geil. Kostümtipps. was auch immer ganz, ganz nett ist, es gibt nämlich unter allen Leuten, die sich das abonniert haben, diese Loot Crate, gibt es immer so eine Monster-Mega-Crate, diesen Monat mehr als $2000 im Wert. Und da ist ein geiler
würde ich sagen, Gaming-PC drin. Mit oder Gaming-PC-Teile. Würde ich mal gucken. Benni darf das mal kurz als Experte beurteilen, was da so drin ist. Da ist ein Gehäuse, Prozessor. Ja, das sind Einzelteile, Grafikkarte, Board, Speicher, SSD. Ja. Also man kriegt am Ende einen kompletten geilen Gaming-PC. Den man sich halt noch zusammenbauen muss. Eventuell. Das ist die Herausforderung. Es gibt dann auch Mini-Mega-Crates, die haben sie kürzlich eingeführt. Ich glaube, die gibt es 5-mal oder so. Und da gibt es eben ein Doktor, also vom 10. Doktor ein Sonic Screwdriver, also Schraubenzieher. Dann gibt es ein Stress-Toy, und zwar von ein Adipose-Stress-Toy. Und eine TARDIS-Metall-Skulptur. Toll. Das kann man eben gewinnen. Und jetzt wird das Product-Team hier so ein bisschen vorgestellt. Konnte das beim letzten Mal auch so ausklappen? Nee, weil hier so Kennzeichen, ja, California Outer Time, das ist das Kennzeichen vom DeLorean, glaube ich, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, ja. Und dann gibt es hier Who's Your Doctor? Da ist so eine Falltafel drin. Kann man Fragen beantworten und sich überlegen, wer sein Lieblingsdoktor ist. Das sollten wir vielleicht mal kurz machen. Benni, wir werden jetzt mal ermitteln, wer dein Lieblingsdoktor ist. Auch wenn du noch nie Dr. Who gesehen hast. Wenn das Fragen sind, die sich auf die Serie beziehen, wird schwierig. Nee. Do you like your heroes serious or fun-loving? Also ernst oder witzig? Ernst. Ernst, gut. How grumpy are we talking here? Kinda grumpy or very grumpy? Very. Very grumpy. Do you like bright colors? Nein. No. Do you prefer your heroes with a family? Nah. Nein. Or sure? Nah. And armed with attack eyebrows? Die Antwortmöglichkeiten sind No, what the hell is that? Oder naturally? What the hell is that? Gut, dann ist dein Doktor der War-Doktor. Der was? Der War, der Kriegsdoktor. Der hat noch nicht mal eine Nummer, das ist einfach nur der Kriegsdoktor. Der hat auch einen bösen Bart. Alle anderen haben sogar Bilder davon. Nee, das ist nur so schemenhaft. Ach so. In dem Schema. Also Bennys Doktor ist der Kriegsdoktor. Sehr gut. Sehr geil. Who's your doctor? Super. Oh, auch ganz gut. Future Imperfect. Das darfst du vielleicht kurz machen. Zum Thema Back to the Future. Future Imperfect. Made a lot of predictions. Here's a handy scorecard to see how some turned out. Genau, also es ist eine Karte, auf der man sehen kann, was alles der Dinge passiert ist, die man in Back to the Future 2 gesehen hat. Zum Beispiel die Prediction war, dass es Hoverboards geben wird. Und es gibt dann immer als Antwort yep, kinder oder no. Und in dem Fall ist kinder angekreuzt, was tatsächlich stimmt. Denn es gibt schon einige Prototypen, die funktionieren zwar alle noch nicht nur so wie im Film, aber das Grundkonzept stimmt. Der weiße Hai Teil 19 war es. Teil 19, fast. Ich befürchte... Haben wir noch nicht. Nee. Schade. Muss der Spielberg noch ein bisschen produzieren. Drones in common use. Ja. Ja. Das haben wir in der Tat. Drohnen fliegen überall. Flat screens in lots of TV channels. Das hatten wir ja schon vor Jahrtausenden. Was? Slang like Bojo, Lobo and Tranks. Das sind Wörter, die sollten wir einführen. Das ist ja super Slang. Wie war das erste? Bojo. 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 Benny ist mein Bojo. Du weißt noch nicht mehr, wir wissen ja noch nicht mehr, für was das steht. Egal, einfach geil. Bojo to all of you. Biometrische ID. Augen- und Fingerabdruckscanner. Steht hier jetzt drin keiner, würde ich eigentlich sagen, ist nicht mehr keiner, sondern ist schon definitiv. Ja, aber im Film ist es ja schon ein bisschen weiterentwickelt. Das geht ja eher schon in die Richtung, wie es auch in Total Recall war, also wo du jetzt nicht so nah hin musst. Also prinzipiell ja, die Technologie ist da, aber sie ist nicht so, wie sie im Film war. Was zur Hölle ist das für ein Wort? Oh, lass mich.
Hier, guck mal. Also ich kenne viele englische Wörter, aber das ist schon sehr schräg. Ubiquitous Fax Machines. Ubiquitous. Oder Ubiquitous. Ubiquitous, glaube ich. Fax Machines. Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall Faxmaschinen, die es so nicht gibt. Video games played without using your hands. Das ist jetzt einfach. Das haben wir in der Tat. Mm. Das haben wir in der Tat. Personal tech used at the diner table. Das ist schon krass, als ob der Steven Spielberg damals selber in die Zukunft... Ah, nee, es war ja Robert Zemeckis. Es war ja gar nicht Spielberg. Es war ja Robert Zemeckis. Und Spielberg hat nur produziert, so rum. Hm, das finde ich jetzt auch wieder. Flying cars. Kinder. Ja, kinder. Naja, wenn du von der Brücke fällst, dann fliegt dein Auto. Mit genügend Anlauf geht alles. Speed, der Bus ist geflogen. Genau, für wenige Sekunden. Ja, also man kann da die besten 3 Sekunden seines Lebens erleben, bis man aufschlägt. Aber wo gibt es denn bitte fliegende Autos? Ich meine, man kann wahrscheinlich, ich habe die, das ist einer im von den fünften Element. Ja. Also es gibt Blade ja Runner. Also es gibt ja lustigerweise welche von diesen Hoverboard-Prototypen, die sind ja mit Ventilatoren unten drin. Und wenn man jetzt quasi 10 von diesen Hoverboards unter ein Auto drunter klemmt, dann hat man vielleicht ein fliegendes Auto. Aber nee, vielleicht, ist, weißt du, es gibt doch diese Luftkissenboote, vielleicht zählt das so ein bisschen. Ja, aber gab es die? Oder? Und ich habe irgendein YouTube-Video gesehen mit irgendeinem Typen, der überm Wasser... Auch mit so, entweder mit so Propellern oder ich weiß gar nicht, ob es mit so Wasserdruck war, der auch eher über dem Wasser geschwebt ist. Mit seinem, ich glaube, das war sogar ein DeLorean, den er umgebaut hatte. Oh, cool. Falls ich mich nicht täusche. Ich meine, das war irgendwo San Francisco Bay oder so. YouTube-Video, was ich mal gesehen habe. Ja. Was sagt das Heftchen noch? Das Heftchen sagt noch, das ist, glaube ich, einfach nur ein Artikel. Ach ja, da wird erklärt, weil man kann nämlich auch Level up machen, genau, auf seine Loot Crate, denn es gibt auch noch so monatliche T-Shirts, die man sich schicken lassen kann und monatliche Nerd-Socken, die man sich schicken lassen kann. Ganz so nerdy sind wir aber natürlich nicht. Wir machen zwar viel Scheiß mit, aber nicht jeden Scheiß. Genau, dann am Ende kommt dann die Erklärung zu jedem einzelnen Item, schön mit Bild. Jetzt, wo wir hier mal ausgepackt den Doktor sehen, der schaut schon echt cool aus. Ja, vor allen Dingen hat er ja die Kabel in der Hand mit so einem simulierten Strom. Das ist schon echt cool. Und da ist wirklich tatsächlich zu jedem dann eine kleine Erklärung drin, was das für eine Bedeutung für die Loot Crate hat. Zum Beispiel hier dann auch das Bilantett-T-Shirt, das Hoverboard oder der Löffel. Wir können ja mal kurz bei dem... Lies doch mal den Löffel vor. Genau. Wir als Nicht-Doctor Who-Gucker. Exclusive Doctor Who Spork Utensil. Time traveling works up a mighty appetite. So what better way to snack your way across the eons than with Loot Crate's exclusive sonic screwdriver spork. We rounded up a time spoon and a time fork that were wearing a bit thin, and they regenerated much like the good doctor himself into the multifunctional utensil you see before you. Hand wash for years and years of eating enjoyment. Toll. Super. Ich habe jetzt schon Spaß. Es gibt noch den Time-Button. Oh, was macht man nur mit dem Time-Button? There's no time like the present to pin our October-Button to your shirt, jacket or backpack and show your looter pride. Wir sind proud looters. Genau, und dann am Ende letzte Seite. We love you. Oh, we love you too. So nett von denen. Fazit. Hat sich gelohnt. Ja, interessante Kiste. Wir wissen zwar noch immer nicht genau, wie viel jetzt eigentlich die Box kostet, aber sie ist definitiv günstiger als 20 Euro. Also ich meine, es ist unter 20 Euro. Und ich befürchte, dass wahrscheinlich schon, ich weiß nicht genau, wie viel diese Popfiguren kosten immer, aber ich glaube, dass die schon um die 20 auf jeden Fall kosten, allein schon dafür. Und wenn man dann noch den ganzen anderen Shit dazu bekommt. Eben, also ich meine, für mich ist allein schon mal das T-Shirt, Test-T-Shirt, also ich meine, das T-Shirt ist mit Sicherheit schon mal 10 bis 15 Euro wert. Yes. Dann das Replika-Hoverboard wäre für mich schon mal 10 bis 15, 20 Euro wert. Die Figur wahrscheinlich 10 bis 20 Euro. Den Löffel würde ich jetzt nicht so hoch ansetzen, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich kein Doctor Who-Fan bin. Ich glaube, der Wert dieser Sachen liegt immer im Auge des Betrachters. Yeah. Und ja, hübsch, oder? Absolut. Wunderhübsch.
Super hübsch. Und es gibt ja jetzt dann auch noch eine Neuerung im Loot Crate System. Ja, also sie haben es zumindest geteasert. Für viele Leute, die uns öfters mal zuschauen, deutlich interessant ist, denke ich. Ja, ich meine, das ist auch schon interessant, ja. Aber nachdem wir ja auch ein Anime-Publisher sind, ist natürlich diese Anime-Loot-Crate, die sie geteasert haben, vielleicht sogar nochmal ein Ticken interessanter. Wir werden die auf jeden Fall mal auch dann abonnieren, wenn die starten und werden euch dann natürlich auch da kleine Unboxing-Videos zu präsentieren. Falls euch das heute hier gespaßt hat. Falls euch das gespaßt hat und ihr sagt, ihr wollt auch noch die Boxen zum Thema Summon, also Beschwörung, und zum Thema Villains, Bösewichte, sehen, dann schreibt einfach einen Kommentar unter das Video, ob euch das interessiert. Dann packen wir die auch noch aus übernächste Woche und freuen uns dann schon tierisch auf die Lootbox, die im November, also jetzt nächste übernächste Woche, auch bei uns irgendwann eintrudeln müsste. Yes. Freuen uns da schon tierisch drauf. Und ja. Man weiß das Thema aber ja im Vornherein auch nicht, oder? Doch, das Thema wird immer geteasert, aber ich versuche immer, die E-Mails gleich zu löschen. Ah. Wenn da irgendwie eine E-Mail kommt mit November Loot Crate, dann wandert die theoretisch schon mal gleich in den Ablageordner irgendwo. Was könnte es denn im November sein? Es könnte ein Bond-Thema sein. Das könnte tatsächlich ein Bond-Thema sein. Es könnte ein Fallout-Thema sein vielleicht oder Star Wars. Nee, Star Wars hätte ich jetzt auf Dezember getippt. Das ist halt schwierig, weil Battlefront ja jetzt ist. Aber vielleicht ist es Bond irgendwie oder Agent. Mhm. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch eher nicht so. Es ist ja nicht auf eins gethemed, so genau, gesehen. Also auf einen Franchise, sagen wir jetzt einfach. Genau, mal. Auch wenn natürlich Back to the Future der Auslöser war, durch eben die Ankunft von Marty McFly in der Zukunft, so ist es ja doch eben Time, also Zeitreise, das Thema hier. Und vielleicht, ja, dann Agenten im November und für den Dezember Star Wars, irgendwas in die Richtung, vielleicht eine Star Wars Special Crate. Wäre cool. Und dann natürlich nächstes Jahr irgendwann Warcraft, nicht? Oh ja. Aber wir wollen nicht abdriften. Wir wollen nicht abdriften. Schaut euch den Warcraft-Teaser an. 15 Sekunden. Episch. Schaut ihn euch an. Und dann am Freitag den Trailer, den ganzen Anfang, übermorgen, rauskommt. Übermorgen. Unbedingt. Wann war die Presse? Wann war das Live-Ding? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr. Ich weiß jetzt schon, dass Facebook explodieren wird. Insofern kann ich es gar nicht verpassen. Ja, spät. Ich glaube, die Eröffnungszeremonie war immer am späten Abend oder also unserer Zeit am späten Abend. Und dementsprechend Freitag unbedingt BlizzCon-Eröffnungszeremonie schauen. Voller Warcraft-Trailer. Vielleicht ein neues Spiel, wer weiß. Ich finde, sie könnten ein Diablo-Add-on ankündigen. Ja. Ich hätte Bock auf ein weiteres Diablo-Add-on. Oder das 12 Millionen World of Warcraft. Nee, das haben sie ja schon. Legion war ja schon angekündigt. Die haben vielleicht tatsächlich ein Diablo, weil sie Legacy können ein Datum auf Legion packen, wann Legion rauskommt. Das stimmt. Weil ansonsten, StarCraft ist jetzt durch mit Legacy of the Void. Ja, oder mit Overwatch irgendwie, dass sie Overwatch mal auch terminieren. Ja, oder dass die, was ich mir so viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Blizzard, eine einzige. Ist unfassbar. Nein, aber ich gebe vielleicht, dass Overwatch jetzt in die Public Beta geht, dann zur BlizzCon. Stimmt. Das könnte halt auch noch sein. Momentan cool. Ist es Closed Beta. Was wir dann auf jeden Fall auch mal in unserem Peppermint Gaming Segment zocken werden. Für euch. Mhm. Ja, und damit beschließen wir das heute. Benni, ich danke dir für deine Expertise an meiner Seite. Danke für die Einladung. Und wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Wie gesagt, schreibt unter die Videos, beziehungsweise unter das Video, ob es euch gefallen hat, ob wir auch noch die anderen Loot Crates auspacken sollen oder ob wir warten sollen, bis die November-Box kommt und dann erst die November-Box wieder auspacken. Wir sind gespannt auf eure Meinung und sagen Tschüss, bis bald. Tschüss.